NSAE Hot Rod Super National Sonntag. Der Sonntag ist ja immer der Haupttag, hier ist richtig was los. Viele Tagestouristen rollen hier mit ihren Hot Rods aus dem Umland ein und in der Regel werden hier immer 1500 bis 2000 Hot Rods in das riesige Showfield einrollen. Wir machen mal ein paar Aufnahmen und schaut euch diese Impressionen mal an. The Hall of Fame plaques. All I hope is that everybody enjoys themselves up here near NSRA Control. Viele Hot Rods, Customs und Classic stehen hier zum Verkauf. Und wer sich in Europa nach so einem Ride umsehen will, sollte auf jeden Fall hier mal vorbeischauen. Auf jeden Fall, bevor der Brexit voll zuschlägt. Die Auswahl ist gut, die Preise sind super. Da muss man gar nicht groß im Amiland suchen. Traditionelle Hot Rods oder mild gerottete Stocker sind hier gut im Preis. Der durchschnittliche lag so bei 12.000 Pfund für Model A's. Remind you that our good friend Too Tall Paul has his stand out there around and about. Valley Gap Speed Shop, who of course have the best play and Santa Pod Raceway, Homegrown Hot Rods, von Basic Hot Rods bis zu den Pro Build High End Rides ist hier einiges zu verkaufen. Und hier bei Homegrown sind wir ganz oben in der Skala angelangt. Tja, viele Pro-Build Fords sind hier diesmal zu sehen und einige mit den neuen Coyote-Motoren. Okay.
Einige hundert klassische Pickup-Trucks sind hier auf dem Platz. Die Auswahl ist wirklich super. Aber auch jede Menge Stock-Classic-Cars der 50er und 60er Jahre finden hier ihren Platz. Pickup-Trucks ohne Ende. Ja, wer hier die NSI Hot Rod Supernetz besucht, braucht in erster Linie viel Laufkondition für den Sonntag. Das Showfield ist ungefähr 1 Kilometer lang. In diesen 1 Kilometer sind gute 20 Autoreihen aufgereiht. An die 2000 Fahrzeuge waren schon um 12 Uhr hier auf dem Platz. Also, gute Kondition hilft. Normalerweise ist der Platz hier getrennt in Pre-49. Auf dieser Seite und auf der anderen Seite sind die Post-49, also die ganzen Classics, Hot Rods, Customs, Nachbaujahr 1949 aufgelistet. Nur dieses Mal, weil so viele Fahrzeuge hier eingerollt sind, hat sich das alles auf der anderen Seite sehr durchmischt, weil der Pre-49 Platz komplett voll ist. Interessant bei den Supernets ist das große Angebot von Teilehändlern. Hot Rod Teilehändler, Werkzeug aller Art. Die Auswahl hier ist super. Kling, kling, kling. Wir machen gerade hier eine Radkappe ab, denn wir nehmen noch einen Satz Felgen bei North Hands Tire mit. Wir müssen jetzt nur noch mal analysieren, was wir überhaupt hier auf dem 32er drauf haben. Einer von vielen, vielen, vielen Pickups, die hier auf dem Platz stehen und die auch zu verkaufen sind. Sitzt gut, Scheibenbremsen ringsherum, Jaguar Einzelradaufhängung hinten, Verhandlungsbasis 16.000. Ich halte Jana gedrängt. Ja, ja, ist klar. Du Kondor. So, die deutsche Reisegruppe verlässt jetzt die Insel. Es war nett hier. Die Straßen sind verbesserungswürdig. Es war schön. Ja, und der Letzte zieht hier den Stöpsel raus. Und tschüss.